Wir machen hier im Prinzip so etwas wie Forschung, als salopp gesagt Vorentwicklung. Das heißt, wir probieren alle möglichen Sachen aus, die vielleicht dem normalen Entwickler nicht wirklich in den Sinn kommen. In diesem konkreten Beispiel ging es um die interaktive Steuerung eines Industrieroboters mit Touch-Eingaben auf dem Bildschirm hinter mir. Und auch ein bisschen Augmented Reality war dabei. Wir haben hier in diesem Projekt drei Szenarien umgesetzt. Einmal die Wirkung des Roboters auf Menschen, die davor stehen, also unterschiedliche Bewegungsarten, wie der Roboter dann empfunden wird. Und mit dem Aufbau hinter mir direkt, also der Augmented Reality Computer und der Roboter in Kombination. Einmal zur Programmierung des Roboters selbst als intuitive Touch-Bedienung und zur Remote-Steuerung selbst, also aus einem anderen Raum im Prinzip den Roboter dahinter steuern. Also man kann an diesen Roboter bzw. an die Schnittstelle so gut wie alles anschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Art der Steuerung zum Beispiel für Gefahrengute eingesetzt wird. Jede Sekunde zählt dort und das geht wirklich schnell, den Roboter so zu bedienen. Gerade für etwas gröbere Bewegungen oder sonst irgendwelche gefährlichen Stoffe, Säuren oder biologische Mittel, die von Menschen nicht berührt werden sollen. Augmented Reality kann sehr gut daran weiterverwendet werden. Man könnte Informationen zum Roboter einblenden oder zur Umgebung. Wo wird es gefährlich? Wo sollte man mit dem Roboter nicht hinfahren? Etc.